Meine Mutter ist genial. Ich glaube, sie hat nicht einen Fehler. Sie schwankt von einem Augenblick zum anderen zwischen größter Warmherzigkeit. Möchten Sie was trinken? Und eisigster Kälte. Hey, wollen Sie was trinken? Ein Perrier? Sagen Sie es doch gleich, das dauert ja ewig. Und dann ein Kaffee und ein Perrier. Na, ganz schön zäh. Gut, bring Ihnen Kaffee und Perrier. Ich kann meine Mutter super gut nachmachen. Ein Kaffee, ein Perrier, na, ganz schön zäh. Ihre Gesten, die Art zu sprechen und so, ist genial. Nein, vielen Dank. Doch der Einzige, der niemals drauf reinfällt, ist mein Vater. Verkleidest du dich jetzt etwa als Kaledonier? Ich weiß nicht warum, aber er will nicht, dass ich ein Mädchen bin. Was soll das? Was, das? Du fährst dieses Wochenende nicht aufs Land. Ich muss dich in dein neues Internat bringen. Mein neues Internat? Dieses Internat war wunderbar. Außerdem lernte ich dort Jeremy kennen. Du hast gewonnen! Mama, ich liebe Jeremy, aber Jeremy liebt mich nicht. Ganz viele von denen leben sehr glücklich. Ganz viele was? Solange du es nicht ausprobiert hast, kannst du es nicht wissen. Du hattest immer schon Angst vor Pferden. Ist doch klar, dass das nicht funktionieren kann. Was machen Sie da, verdammt? Sie müssen den Anus entspannen. Ach was? Ja. Hallo, Mr. Gayen. Ich bin Raimund. Hallo, Raimund. Ah! Was sagt unsere kleine Schlampe dazu? Sagen Sie, junger Mann, Sie nehmen doch Medikamente. Na dann, mein Junge, bist du wenigstens nicht allein. Ich bin in dich verliebt, Hazel Grace. Und ich weiß, dass die Liebe nur ein Schrei im Nichts und das Vergessen unvermeidlich ist. Doch ich habe mich in dich verliebt. All deine Bemühungen, mich von dir fernzuhalten, werden scheitern.